Es mag sein, dass ich mit diesem Video es gerechtfertigt habe, das Kleid zu kaufen. Bereue ich das? Kein Stück. Oh mein Gott. Ihr Lieben, willkommen. Ich wollte unbedingt mal zwischendrin auch ein leichteres Video-Essay-Thema behandeln. Also steigen wir direkt ein. Oder auch Kaffeehäuser. Schönes deutsches Wort. Ganz allgemein gesprochen, wie komme ich auf das Thema? Nun ja, es ist für mich zumindest relativ klar erkennbar, dass diese Geschichte nicht in Europa beginnt. Und gleichzeitig in einer so spannenden Zeit. In einer Zeit, die ich öfter anspreche, weil sie mich besonders fasziniert und besonders viel in Europa, aber auch im Osmanischen Reich, auf das ich heute viel zu sprechen kommen werde, unglaublich viel los war, Demokratisierungswellen angestoßen wurden. Es geht also um die Zeit ganz grob nach dem Mittelalter bis hin zur Aufklärung. Und ich habe ja jetzt schon ein bisschen gespoilert. In dieser Zeit, von der wir sprechen, ist zum einen der internationale Handel in einer krassen Boomphase. Das liegt unter anderem daran, dass die Händler, HändlerInnen, die reich geworden sind in dieser Zeit, auch sich lösen von der Interpretation des Christentums in Europa. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, zumindest diejenigen unter uns, die die Bibel kennen, dann wissen wir eigentlich, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als Reiche ins Paradies kommen. Das ist etwas, was Jesus gesagt hat, oder gesagt haben soll, wenn wir ganz korrekt sind. Und es scheint ja auch irgendwie seltsam zu sein, dass sich diese Einstellung ändert. Dieser Umbruch geht mit allem Möglichen einher und unter anderem gibt es in dieser Zeit, dadurch, dass es einfach Mode ist, eine besondere Nachfrage nach Produkten aus dem Osten, aus Asien, aber ganz spezifisch aus dem Osmanischen Großreich. Ja, und diese Nachfrage, diese Lust, diese Kauflust, was Luxusprodukte aus dem Osmanischen Großreich betrifft, kommt nicht aus dem Nichts. Natürlich ist es etwas, was graduell gewachsen ist. Ihr müsst im Hinterkopf behalten, dass auch zu Zeiten des Mittelalters, gerade zu Zeiten des Mittelalters, ein reger Austausch im Sinne von wissenschaftlicher Austausch, Gelehrtinnen, die hin und her reisen und an Hofen, an verschiedenen Höfen lehren, schon stattgefunden hat zwischen dem Osmanischen Großreich, aber auch anderen Regionen und Europa, um es jetzt ganz grob zu sagen. Was jetzt aber neu ist, ist, dass eine neue Schicht von Kaufleuten mehr daran interessiert sind, Luxusprodukte zu kaufen. Und noch etwas anderes zu dieser Zeit passiert, und zwar die Aufklärung. Die Aufklärung mit dem berühmten Spruch von Kant, sich des eigenen Bestandes bedienen zu können oder sich des eigenen Bestandes bedienen zu müssen, sogar um Autonomie zu haben, um Mensch sein zu können, passt perfekt
in das Konzept von Kaffeehäusern. Kaffeehäuser sind dazu da, um sich auszutauschen, wissenschaftliche Diskussionen zu haben, zu philosophieren und bis heute, um Menschen zu beobachten und kennenzulernen. Mehr zu diesen ganzen Details und auch zu den Faktoren, warum die Adligen, die adlige Schicht Kaffeehäuser und die Kultur der Kaffeehäuser damals verurteilt hat, dazu kommen wir in einem geschichtlichen Abriss. Ja, das erste oder eines der ersten Kaffeehäuser wurde in Italien eröffnet. Kein Wunder, Italien als Zentrum oder eines der Zentren, eines der bedeutendsten Zentren damals des Handels. Allerdings nicht als Nation Italien, sondern verschiedene Bereiche. Wir sprechen hier von der Toskana. In Livorno wurde zumindest schätzungsweise das erste Kaffeehaus von Menschen jüdischer Abstammung eröffnet. Und um dann nicht euch komplett zu überfordern mit der Informationsflut, gehen wir ein Stück zurück und gucken uns erst die Renaissance an, die kurz zuvor noch die Epoche ist, die alles in Europa bedingt. In der Renaissance geht es darum, wortwörtlich Wiedergeburt, geht es darum, vermeintlicherweise die Wurzeln Europas wieder zu entdecken. Die Antike ist wieder ein Ding. Die Antike bringt mit sich philosophische Werke wie die Platons, die bis heute zumindest maßgeblich alle philosophischen europäischen Werke und eurozentristischen Werke sowieso beeinflusst haben. Aber auch in der Literatur grundsätzlich, in der Musik kommt die Tonlehre wieder auf, die in der Antike beliebt war. In der Kunst werden Regeln, die zur Antike populär waren, wieder aufgegriffen. Und auch architektonisch ist die Renaissance immer im Kontext mit dieser Art von Nostalgie zu verstehen. Wie ich aber schon vorhin angedeutet habe, es gab einen regen Austausch mit anderen Regionen der Welt. Und die Renaissance wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht europäische Universitäten die Möglichkeit gehabt hätten, arabische Übersetzungen Platons und anderer Philosophen zu ergattern und, also zu ergattern klingt jetzt so, auszutauschen und wieder zurück zu übersetzen. Ihr seht also, selbst die Renaissance, die ja eigentlich in Bezug auf die europäische Antike gedacht ist,
hat sehr, sehr viel zu tun und ist überhaupt nur denkbar im aktuellen damaligen Kontext und vor allem im Kontext mit dem regen Austausch zum Osmanischen Großreich. Das ist natürlich nicht nur in diesem spezifischen philosophischen Kontext der Fall. Ihr müsstet zu wissen, dass Philosophie die Wissenschaft an sich war. Bevor wir empirische Möglichkeiten hatten, war in der Philosophie grundsätzlich jede Art von Forschung ansässig. Forschung wurde logisch betrieben, also mit der Logik. Natürlich gab es auch andere Formen, aber das ist die, die bis heute eine der dominantesten ist. Dementsprechend bedeutet es, dass wenn ich hier sage, dass Übersetzungen von beispielsweise Platon aus dem Arabischen zurück ins Lateinische vorgenommen wurden, dann heißt es, dass das nicht nur in diesem Bereich der Fall war, sondern auch im medizinischen Bereich, im Bereich der Gedichte und der Philosophie. Ich habe schon mal ganz kurz angesprochen, dass alte persische Dichter maßgeblich waren für viele europäische Dichter, die wir bis heute kennen. Goethe ist da immer mein Lieblingsbeispiel, der von Hafez gesprochen hat. Das heißt, die Renaissance und die Zeit, die vor der Aufklärung, hin zur Aufklärung führt, ist immer bestimmt durch diesen regen kulturellen Austausch und den Nutzen, den Europa, den europäische Universitäten und Gelehrte von dem Austausch mit dem Osmanischen Großreich und anderen Gebieten der Welt, aber ganz spezifisch der islamischen Welt damals hatten. Ja, jetzt lässt sich auch um einiges einfacher verstehen, warum der Barock und ganz spezifisch möchte ich da Rokoko ansprechen als Stil, so extrem beeinflusst war durch die Architektur und jede Art von Werk aus dem Osmanischen Großreich ganz spezifisch. Im Rokoko waren Begriffe wie Rob ala Türk, also Kleid nach türkischer Art, oder auch Li ala Türk, also Bett, Gemach türkischer Art, sehr populär, um europäische Trends zu beschreiben. Die Rob à la Türk ist letzten Endes ein klassisches Rokoko-Kleid gewesen in Europa, das alleine durch die Verzierungen, die verschiedenen Farben und die Kombination an Motiven eher nach Trends kam, die aus dem Osten nach Europa kamen. Das heißt, ihr dürft das nicht falsch verstehen, diese Trends waren europäische Trends, aber dadurch, dass sie so beeinflusst waren von Ästhetik und Formen, die im Osmanischen Großreich gerade trendy waren, wurden sie eben türkischer Art benannt. Das war einfach die Bezeichnung, die diese Designs am Schluss hatten. Das Li ala Türk zum Beispiel, das Bett, war eine Art Himmelbett. Allerdings spitz zusammengeführt und war verziert meistens mit sehr komplexen Mustern und sehr farbenfroh. Aber zurück zur Aufklärung. I'm not afraid of the dark.
Die Aufklärung bringt andere Dinge in Mode. Unterkleidung, simple weiße Kleidung bei Frauen, wird auf einmal der Trend bei reichen jungen Damen. Aber sicher auch bei älteren Damen. Dieser Trend, ja, wie soll ich sagen, hat einen gewissen Eskapismus. Die Gemälde von diesen Damen sind im Stil von Schäferinnen. Also so das Landleben, das gezeigt wird, weiße, leichte Kleidung, die gezeigt wird, die früher Unterkleidung war, ist jetzt auf einmal in, so zu tragen, ohne ein Überkleid. Das heißt, es hat auch etwas mit der Emanzipation zu tun, die auch zum Teil eben aus dem Osmanischen Großreich rüberschwappt. Und interessanterweise eben sehr viel mit Cottagecore gemeinsam hat. Cottagecore ist ein aktueller Trend, der sehr ähnlich ist. Eben auch mit weißer Kleidung, die eigentlich nicht geeignet ist fürs Landleben und diese Ästhetisierung von Blumen und Wiesen und Natur, Landleben. Genauso wie damals hat es etwas mit Eskapismus zu tun. Das heißt, Menschen, die sowieso um einiges privilegierter sind, nutzen diese Ästhetik und das, was eben gerade trendy ist, um sich darzustellen. Damals hat es auch sehr viel eben damit zu tun, dass du als Frau sagen konntest dann auch so, ey, ich bin belesen. Es hat was mit Rousseau zu tun, der damals der Shit war. Jean-Jacques Rousseau etabliert und spricht sehr viel über Naturrechte, die der Mensch haben soll. Im Sinne von ein unveräußerliches Naturrecht auf bestimmte Arten von Freiheiten. Diese Sachen sind der heiße Shit, der wird von allen Leuten, die irgendwie was auf sich halten, gelesen. Das heißt, wenn du als Dame dich auch in dieser Ästhetik darstellst und malen lässt, hat das auch immer diese Konnotation, dass du sicher belesen bist. Das heißt hier, im Gegenteil zu Cottagecore, obwohl Cottagecore, ja, ich weiß nicht, kann man das vergleichen? Cottagecore hat diesen Aspekt mit Lernen über bestimmte Dinge. Aber mir ist zumindest ist nicht bekannt, dass Cottagecore spezifisch auch mit bestimmten Idealen einhergeht. Falls das der Fall ist, falls ihr darüber etwas wisst, bitte in die Kommentare, das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Aber wir können festhalten, dass diese Art von Trend immer wieder auftaucht. Dass das nicht irgendwas super Neues ist. So, und wie komme ich jetzt von weißen, hübschen Kleidern und Gemälden und Jean-Jacques Rousseau zu Kaffeehäusern? Naja, Jean-Jacques Rousseau hat nicht nur von Freiheiten und unveräußerlichen Freiheiten gesprochen, sondern auch vor allem darüber, dass die Gesellschaft diese Art von Autonomie, diese Art von kompletter Freiheit und Selbstbestimmung verändert, verformt. Das heißt, diese Zeit ist ja geprägt nicht nur davon, dass wir uns Gedanken machen darüber, dass wir alle selber lernen können und dass wir alle selber für uns denken können, beziehungsweise unsere Normen und Ethiken hinterfragen sollten, selbst statt sie von einer Autorität aufzunehmen, sondern damit hängt ja auch immer eine gewisse Wahrnehmung, eine Awareness, eine Aufmerksamkeit für die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Verhältnisse einher. Die Frauen, von denen ich gesprochen habe. Klar, auf der einen Seite gibt es eben den Trend an sich, und den Eskapismus von reichen Menschen, die sich nicht mit Umbrüchen gesellschaftlichen befassen wollen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch auf einmal die Möglichkeit von Frauen, sich in musikalischer und bildungstechnischer Weise fortzubilden, zu engagieren. Es gibt mehr Freiheiten, die damit einhergehen. Das sind ein paar wenige Eindrücke aus dieser aufregenden Zeit, in der es um Intellektualisierung, Demokratisierung, ja, diese ganzen Aufstände zu der Zeit in Europa, Revolutionen und natürlich den Gegenwind aus adliger Perspektive geht. Es lässt sich also schon so ein bisschen erahnen, warum der Adel
Kaffeehäuser nicht besonders gut fand. Ich möchte aber auch hier kurz einschieben, was ich auch im Video-Essay über identitäre Bewegungen gesagt habe. Guckt euch das sehr, sehr gerne an. Da beschreibe ich genau, wie es zu der Gegenaufklärung kommt. Aber ich habe ja auch vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es eine Tendenz gibt, wenn die Schere zwischen Arm und Reich so extrem auseinandergeht und dadurch Spannungen, Revolutionen und so weiter auch getriggert werden, dass Menschen dann auch anfällig dafür sind, wenn ihnen Leute einfache, gewohnte Strukturen an die Hand geben, die alles erklären. Die Gegenaufklärung formt eine Identität, eine Kultur, eine weiße Kultur, die sich abgrenzt von diesen ganzen Trends und Einflüssen und Neuerungen und auch dem intellektuellen Gut eben, was aus dem Osmanischen Großreich kommt und auch aus anderen Gegenden. Diese identitären Bewegungen nutzen auch die Ästhetik, die Aufklärung verwendet, die also gerade trendy ist. Trendy ist auch nur ein Scheißwort, die gerade in ist. Ihr müsst euch klar machen, dass das aber nicht nur in diesem Fall so ist. Ich habe eben in dem Video darüber gesprochen, dass identitäre Bewegungen bis heute die Ästhetik von weißer, leichter Leinenkleidung und dem simplen Landleben verwenden. Das ist allerdings immer so. Rechtsnationale, rechtsradikale Bewegungen nutzen immer nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Techniken, teilweise Musik und Kunst, Ästhetiken und ja, Symbole von überall her. Sie erfinden das Rad nicht neu. Nicht nur sind die Sprüche und die Ideen, die sie verwenden, einfach nur vereinfachte Strukturen, die sowieso schon vorherrschen, das heißt, die sich gewohnt anfühlen. Es ist auch so, dass rechtsradikale Bewegungen schon immer zum Beispiel Musik verwendet haben, die aus der kommunistischen Ecke kam, Kunst nachgemacht haben, die aus der kommunistischen Ecke kam. Sie haben aber auch Riten und Techniken verwendet, die Zusammenhalt stiften, die aus dem anarchistischen Bereich kommen. Während Anarchistinnen diejenigen waren, die die Französische Revolution vorangetrieben haben, also auf der anderen Seite der Geschichte sogar standen. Und das prominenteste und neuere Beispiel, das ihr alle kennt, ist die Swastika. Wenn ihr jemals im Iran historische Gebäude anguckt, in Indien unterwegs seid, irgendwo in Asien letzten Endes, werdet ihr sehr schnell sehen, dass diese Art von Symbol uralt ist und in den meisten Mosaiken und im meisten Dekor, der uralt ist, in Asien vorhanden ist schon. Das heißt, nicht mal die Symbole von Rechtsradikalen sind originell. Ihr seht also, Rechtsradikale können nichts selber erschaffen. Zumindest wäre mir das neu. Es ist immer eine Art von zusammengeschustertes Bild, was dann vereinnahmt wird. Das ist bis heute mit Taktiken und Symbolen und allem Möglichen so. Mehr dazu habe ich auch verlinkt in dem Essay, was ich vorhin erwähnt habe. Ja, und wenn ihr nur eine Sache mitnehmt aus diesem Video, dann wäre es für mich wunderschön, wenn ihr zumindest hellhörig werden würdet. Sobald euch jemand erzählt, dass ein Trend aus einer bestimmten Nation, einem bestimmten Ort oder einer ganz spezifischen Zeit kommt. Denn spätestens jetzt sollte euch klar sein, dass Trends schon vor Ende des Mittelalters immer international waren und sich gegenseitig bedingt haben. Thank you.
richtig auf dieses Thema nochmal neu gestoßen, als mir das Wort Kaffeehaus über den Weg gelaufen ist. Denn im Farsi ist das die Wort-zu-Wort-Übersetzung von Kaffees. Rahve Khune, Rahve heißt Kaffee, Khune heißt Haus. Und ich weiß zumindest, dass in Isfahan ein sehr berühmtes Rahve Khune innerhalb einer historischen Brücke, ich glaube nicht auf dem Naqsh-e-Jahan, sondern in der Nähe, schon lange vor dem 17. Jahrhundert existiert hat. Das heißt, die Perserin in mir hat sich gedacht, aha, da ist doch schon wieder was. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr euch Yazd anguckt. Yazd ist eine Wüstenstadt gewesen, schon immer. Und es gibt Teile in Yazd, in der Stadt, in der persischen Stadt, die 1000 vor Christus, manche Teile der Stadt sind noch ein Stück älter, gebaut wurden. Diese Teile sind UNESCO-Welterbe. Es lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken, falls ihr jemals an solchen historischen Reisen interessiert seid. Aber auch dort könnt ihr erkennen, wie die Struktur eines Hauses war. Und in diesen alten persischen Gebäuden gibt es immer einen Innenhof. Ein wenig wie das Atrium im Römischen Reich. Woher könnte das wohl kommen, dass es genau so aussieht? Okay, ich werde nicht die Person raushängen lassen. Aber es ist bis heute ganz normal im Iran, dass wenn ihr jemanden zum ersten Mal kennenlernt, die Person euch auf einen Tee bei sich zu Hause einlädt. In Yazd zum Beispiel seht ihr eben noch diese alten Innenhöfe. Dort gibt es ein Wasserbecken in der Mitte, was das Klima in diesen Innenhöfen besonders angenehm hält. Es gibt sogar aus Ton uralte Designs von Klimaanlagen. Okay, meine Faszination für Geschichte und Architektur geht mit mir durch. Aber ihr seht also, das ist schon ganz normal war, schon 1000 Jahre vor Christus, sich in einem Innenhof mit Menschen, die du entweder spontan getroffen hast, mit Reisenden, mit deinen Freunden, in diesem Innenhof hinzusetzen, ans Wasser und zusammen Chai, Tee zu trinken. Und auch Kaffee zu trinken an diesem Ort ist eine ganz normale Aktivität. Jetzt ist also nur noch die Frage, wenn das so eine uralte Tradition ist, sich so zu treffen und auch zu diskutieren, die neuesten Nachrichten auszutauschen, wissenschaftliche Arbeit zu betreiben, ist die Frage eigentlich nur noch, wann wurde das Ganze kommerzialisiert? Und jetzt habt ihr schon genug Grundwissen, um zu verstehen, dass in der Zeit des 14. Jahrhundert, 13., 14., 15. Jahrhundert, der Handel, der internationale Handel besonders geboomt hat. Dazu gehört auch, dass das intellektuelle Reisen im arabischen, in der arabischen Gegend, im osmanischen Großreich und so weiter einen großen Aufschwung erfahren hat, besonders populär war. Gerade Pilgerreisen nach Mekka von Literaten, von Gelehrten, von Gläubigen, von Philosophinnen, war in einem riesigen Boom. Und so passierte es, dass entlang der Routen die Menschen massenhaft pilgerten jedes Jahr. 1555 in Damaskus das erste kommerzielle Kaffeehaus entstand. Ihr könnt euch also vorstellen, so ein bisschen, dass entlang dieser Routen diese Kaffeehäuser waren, wo du einkehren konntest, du konntest einen Kaffee trinken, du konntest Menschen kennenlernen.
auf dieser Route sind Menschen unterwegs, die Literatur produzieren, die Philosophie machen, also ForscherInnen sind, Leute, die einfach nur die Reise ihres Lebens hinter sich bringen wollen. Und du kannst alle diese Menschen kennenlernen in diesen kommerziellen neuen Kaffeehäusern. Dieser Trend kommt also verständlicherweise durch die Pilgernden dann zurück in die Lokationen, wo sie ursprünglich herkommen. Und so verbreitet sich der Trend des kommerziellen Kaffeehauses überall in der Gegend, überall in Asien und vor allem eben natürlich in Westasien. Diese Kaffeehäuser sind also intellektuelle Zentren und international. Es kommen Diskussionen um politische Freiheiten dort auf, um philosophische Diskussionen, denn philosophische Diskussionen und letzten Endes auch wissenschaftliche Diskussionen sind immer auf die eine oder andere Weise politisch. Ja, und so ist es überhaupt kein Wunder, dass dieser Tradition folgend in Livorno eins der ersten Kaffeehäuser erst im 17. Jahrhundert in Europa ankommt. Ganz im Zeichen der Aufklärung, der demokratischen Debatten und eben des wissenschaftlichen Austausches. Renaissance, in der Zeit, in der die Antike die Popkultur überhaupt ist in Europa, ist es ganz normal, als Literat, als Künstler, als Philosoph nach Italien zu reisen, um sich die Überbleibsel der europäischen Antike anzusehen, um Austausch zu haben, ein Abenteuer zu erleben, eine Art Pilgerstätte sozusagen für europäische Intellektuelle. So wird also das Kaffeehaus Zentrum der Aufklärung und der politischen Diskussion in Europa. Und jetzt ist es auch ganz klar, warum der Adel nicht besonders begeistert ist von Kaffeehäusern und sie als ja, Ort des Verfalls der Kultur brandmarkt. Warum habe ich jetzt, wenn es um die Antike Europas geht, Griechenland nicht genannt? Griechenland ist zu der Zeit unter osmanischer Herrschaft. Es ist immerhin ein Imperium, das Osmanische Großreich. Und das macht sich der Adel und das machen sich die machthabenden Familien in Europa zunutze. Zum einen finanzieren sie also die Gegenaufklärung, finanzieren die Rassenkunde und produzieren Waffen im großen Stil. Alles, um auch ein Gegengewicht zu schaffen, um Einflüsse und nun ja, letzten Endes auch die Übermacht des Osmanischen Großreichs zurückzudrängen. In dem Fall würde ich einfach sagen, durch die neuen Waffen ist es auf einmal interessant geworden, militärisch es aufnehmen zu können mit anderen. Und die Chance zu nutzen, geht eben nur, indem auch eine Grundlage produziert wird, die rechtfertigt, dass andere Länder unterjocht werden sollen, erobert werden sollen. Dazu gehört also die Finanzierung der Rassenkunde, dazu gehört die Finanzierung der Gegenaufklärung und der Philosophie, die da drumherum um diesen ganzen Klumpatsch sich bildet. Und allerdings auch eine große Kampagne Wir sind Griechenland, die sich eben die Renaissance und den Trend zunutze macht, der sich auf die Antike, die europäische Antike konzentriert. Nicht natürlich, um demokratisierende Bewegungen in Griechenland zu unterstützen, sondern um zu rechtfertigen, dass Kriege gegen das Osmanische Großreich in diesen Gegenden geführt werden.
So, ihr Süßen. Ich fand es total spannend, die Recherche hierzu zu gestalten. Und es wird mir dadurch jetzt einfach noch mehr Spaß machen, in Cafés zu sitzen, Menschen zu beobachten, Zeitungen zu lesen oder ein gutes Buch. Das war sowieso schon immer das, was ich am liebsten in Cafés gemacht habe. Natürlich, sich zu treffen mit Leuten, gerade jetzt nachdem Corona ein bisschen abflacht, ist auf jeden Fall auch was Wunderschönes. Ich denke aber, dass ich das noch mehr wertzuschätzen weiß, jetzt nachdem ich mehr über das Thema an sich weiß. Und ja, vielleicht hat euch das gefallen, anhand dieses spannenden Beispiels die Zeit ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Wenn irgendetwas unklar geblieben ist, bitte fragt mich in den Kommentaren, fragt die anderen in den Kommentaren. Ich habe jetzt so einen sehr, sehr breiten Blick auf die Geschichte geworfen an der Stelle. Das liegt auch einfach daran, dass ich ein riesiges Territorium versucht habe zu erfassen und die Geschichte der Kaffeehäuser eben schon im 15., 16. Jahrhundert beginnt theoretisch und dann erst aber im 17. Jahrhundert so richtig in Europa ankommt. Ja, ihr seht, das war mal ein ganz anderer Versuch und ich hoffe sehr, dass es euch so viel Spaß gemacht hat wie mir. Vielleicht hätte ich einen Kaffee trinken müssen mit euch jetzt, ne? Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Macht euch einen wunderschönen Tag, trinkt einen Kaffee und denkt an mich und dieses Video und ich sehe euch hoffentlich bald wieder hier. Ich wünsche dir ein leckeres Getränk und einen tiefen Atem.